Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Wonder. Weiter jetzt mit diesem wunderbaren Spiel. Let's Part haben wir die Spezialwelt gefunden, betreten. Ich habe gelitten, ich habe mich gequält. Die Daisy, die hat es echt nicht einfach gehabt. Aber jetzt haben wir die erste Welt auch fast durch. Und heute darf der Golden Toad ran. Ja, ich habe den mal Goldener Toad genannt. Ich weiß, eigentlich ein gelber Toad, aber... Für mich wird immer der goldene Tod bleiben. Wie der aussieht, als Elefant. Wie so ein orientalischer Lampenverkäufer irgendwie. Wolle Wunderlampe haben, bitte kaufe Wunderlampe. Nur 999, Blumenmünzen. Okay. Spike-Versteck im Senkröhrental. Schwierigkeitsgrad 2. Also komplett geschenkt. So kann man jetzt nicht irgendwie da. Wahl des Prinzen. Ja, Prinz, du kannst mich mal. Das ist einfach random. Und er gibt mir mal dieses blöde Jet-Abzeichen. Nee, du. Ich nehme das. Wahl des Prinz machen wir nicht. Wenn Level unschaffbar mit Jet-Abzeichen. Oh, ich glaube, der Elefant kann die Spike-Kugeln zurückschleudern. Probieren wir mal. Aber in einen sehr komischen Bogen. Stirb! Boah, an das Level kann ich mich nicht erinnern. Kindergarten-Xylophon. Oh Gott, tot wieder. Ich bin tot. Glaubt ihr auch, dass da fiese Secrets mit versteckt werden? Was willst du jetzt? Das nenne ich Musik. Hä, warum sagt die nichts? Hä? Ah, ich glaube, die Plauderblume mag Fußball. Ja, bist jetzt unsympathisch. Ich bin ja überhaupt nicht für Fußball. Boah, der Level ist von wegen Schwierigkeitsgrad 2. Ich sag's ja, diese Schwierigkeitsgrad-Angaben sind genauso dumm wie bei Advance Wars. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil der Level ist so viel schwerer als viele, die wir schon hatten. Naja. Oh, wir sind im Hintergrund. Übrigens, sowas mit Hintergrund. Das erinnert viel an Donkey Kong Country Returns. Das Ding ist aber... Das gab es schon bei Wario Land. Für Virtual Boy. Virtual Boy Wario Land. Könnte man auch schon in den Hintergrund gehen. Ein Secret im Secret. Toll. Das gibt nur ein One-Up. Nur der rote Yoshi kann das sehen. Ich fühle mich verarscht. Ja. Tschüss. Tschüss. Das nenne ich einen Wurf, liebe Plauderblume. Ah, endlich wieder Feuerblume. Fireflower. Stimmt, in dem Level gab es gar nicht die Elefanten. Gut, dass ich ihn gesaved habe. Oh, oh, oh. Bevor der wirft, ey. Böser. Ich komme ja vor wie im Pausenklau, wenn ich jede Röhre hier durchgehe. Ja, die Spikes, die waren schon immer gefährlich. Ich glaube, die kommen aus New Super Mario Bros. Das nenne ich Musik. Nee, die gab es schon in Mario Bros. 3. Das. Weißt du, andere hören richtig coole Musik und Plauderblume. Man nennt mich nicht umsonst Wolfgang Cecil Akira Mozart. Ah, so eine Scheiße. Das nenne ich Musik. Ja, ich glaube, mit dem Musikgeschmack wäre ich mit der Plauderblume nicht Best Buddy-mäßig befreundet. Ich. Das nenne ich Musik, Leute. Kindergarten-Xylophon. Boah, ist das gemein. Das ist bestimmt was versteckt. Okay. Du gehst runter, du stirbst. Ja. Safe spielen ist die Devise. Hä, und hier ist jetzt nichts. Was bringt das denn? Ach man, der Level ist voller Mysterien, Leute. Kleine süße Secrets. Boah, ist das gemein da unten. Das war auch was faul. Nicht?
Stirb! Stirb, stirb, stirb! Hier muss was sein, Leute. Hier muss was versteckt sein. Wir haben alle drei Coins. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr suchen. Doch, der Wundersamen ist vielleicht auch so versteckt. Oh, Leute, das Spiel. Elefant. Hey, wie sieht's so schwer für das Ding? Ich hatte noch was im Kopf. Ja, okay. Kommt einfach so eine Katze, die würde runterfallen. Ah, stimmt, das war wieder so ein Song. Hä? Das nenne ich Musik. Okay, das macht Spaß. Das war wirklich Spaß. Was für ein Beat. Was für ein Beat. Und im Hintergrund, wie sie da tanzen, rumwählen mit ihren Stachelkugeln. Seht ihr das? Das sind eher Pinatas, oder nicht? Los! Los! Und yay! Ach, süß. Ach, das Spiel ist so liebevoll, so knuffig. True. Hat wirklich Spaß gemacht. Das war ein Spaß. Plauderblume ist aber auch leicht zu begeistern, muss man sagen. No front. Ist doch schön, wenn man Spaß an allem hat. So richtig kindlich, weißt du? Früher fand man alles geil. Geil, was es ist. Hatte man Spaß bei allen. Kaufst du irgendwie so ein Billigspiel bei Softwarepyramide und hattest Spaß. Das waren noch Zeiten, Leute. Hey, und jetzt? Also, wie kriegt man hier den scheiß Powerblock? Ich hab keinen Elefanten mehr. Hä, aber... Muss ich das verstehen? Nicht wirklich, oder? Gut, das war ein teuer Sprachname. Ich weiß nicht, wofür der Powerblock ist. Wir haben ja alles. Wir haben alle Wundersamen. Wir haben alle... Alle Münzen. Besser geht's nicht. Leute, wieder 100%. Kaum habe ich nicht mehr Daisy, läuft das wieder. Das ist unglaublich. Interessanter Level. Ja, okay, das war wirklich das Highlight. Vor allem, ich sagen, ein Level, den man relativ schnell vergessen kann, weil er ein bisschen generisch ist, heißt nicht, dass er schlecht ist. Aber ja, das Gimmick lässt halt unvergessen machen, I guess. Wegen dem Gimmick. Ist der Level halt irgendwie cool. Okay, Leute. Wir haben alles gelöst. Bis auf den Secret Exit. Warte, Moment. Ich gehe nochmal zurück zu Level 2 müsste das sein. Ich gucke mal, ob ich da jetzt hochkomme. Mit der Schwebemütze vielleicht. Ich probiere es mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Bis gleich. Okay, Leute, ich weiß jetzt, wie man da hinkommt. Und zwar muss erstmal wieder hier die Pflanzen singen lassen. Diesmal werde ich sie töten. Es tut mir leid. Ich will nicht, dass die Plauderblume da sagt, das nenne ich Musik. Jetzt. Boah, die waren dann ja wirklich aufzusingen, wenn man die umbringt. Fühlt man sich ja so schlecht wie beim Undertale Genocide Run. Gruselig. Das ist echt gut versteckt, der Secret Exit. Kann man nicht anders sagen. Komm, weg mit dir, weg mit dir. Oh oh, weg mit dir. Das fühlt sich echt komisch, wenn man die umbringt. So. Wir schnappen uns den Wundersamen, den wir schon haben. So, und jetzt kommt der Witz. Hier ist ja das Levelende. Aber wir müssen hier hoch. Und? Wie geht's euch so? Ja. Übrigens, die Plauderblume, die da hängt, wenn man an die dran springt, dann sagt die so, aua. Auch süß. Habe ich, glaube ich, Part 1 nicht gezeigt. Wird. Tja, wie bin ich hierher gelandet?
gute Frage. Hey, was treibst du denn da? Da ist das normale Ziel. Wir gehen jetzt weiter und kommen zum Secret Exit. Danke, Tod. Du bist der Auserwählte. Du hast es geschafft. Hä? Ach so. Ich bin so blöd. Ich so, hä? Wie komme ich jetzt wieder im Vordergrund? Und dann, oh. Ja, moin. Gut. Haben wir das auch nachgeholt? Hätte man ja schon ganz am Anfang machen müssen. Man braucht dafür nicht die Ballonmütze. Das Abzeichen braucht man dafür nicht. Geht einfach damit. Aber ja. Haben wir jetzt nachgeholt. Weil ich würde ganz gerne das Castle zum Schluss machen. Ich weiß gar nicht, wer schaltet das denn jetzt frei? Secret Exit schaltet normalerweise immer was frei. Hm. Lucky, Lucky. Teleskop rausholen. Oh, schon wieder Captain Todd. Boah. Der hat jetzt auch echt schon oft gefunden. Oh, das ist die Overworld, Leute. Das Blumenmeer. Das hier ist der Vulkan. Die Lava-Welt. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll. Und plötzlich fand ich mich hier wieder. Was meint ihr wohl? Wohnt auf den Inseln überhaupt jemand? Oder was ist das für ein komischer Rauch? Bin ich hier eine Shisha-Bar oder was? Ah, ich habe wieder 50 Münzen gefunden. Ihr könnt sie gern haben. Irgendwo findet ihr schon eine Verwendung dafür, ne? Bis später. Warst du nicht eben noch in der anderen Welt? Und jetzt bist du hier? Der Speedrun, das Spiel. Warum ist er so schnell? Naja. Gut, haben wir das jetzt alles nachgeholt. Jetzt heißt es wirklich nur noch das Schloss. Man braucht 14 Samen dafür und wir haben 34. Es zählen aber nur die Samen von der ersten Welt, die wir in der Spezialwelt gefunden haben. Die zählen nicht, die zählen nur für die Spezialwelt. Das ist so, dass du nicht die leichten Level zu 100% machst und dann das ganze Spiel durchrushst. Man muss wirklich die Welten für sich spielen und in den Welten genug finden, damit es weitergeht. Weil früher war es ja so, Mario 64 holst du eine gewisse Sternanzahl und kannst direkt anlocken, 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 Level überspringen, und das haben sie ja damit verhindert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es wäre so wie Mario 64, wenn dann nur im ersten Untergeschoss die Sterne zählen, um da die Türen zu anlocken. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Palast der Röhrenfelsen hieß er. Let's go. Tod gegen Bowser Jr. Abzeichen? Meinetwegen. Meinetwegen. Hui. Was gucken die Plauderblumen so komisch? Igitt? Was ist das denn bitte? Hey, was ist jetzt daran, Igitt? Tentakel-Hentai oder was? Was ist das denn bitte? Vielleicht die Schnecken ekliger. Oh, richtig atmosphärisch, wie ihr so da reingehst. Haben wir jetzt was von Mario World, ne? Wo Yoshi mal vor... Wow, wo kam der denn jetzt weg? Wo Yoshi mal vorher gewartet hat. Das sind doch hier die aus... Ah, das ist ja cool. Gut, die gab es auch schon in Mario Bros., wenn man ehrlich ist. Aber ich muss immer an Paper Mario denken, tatsächlich. Die blauen Goombas sind die, die im Untergrund immer vorkommen. Gott, die Musik. Sehr interessant. Weiß nicht, ob der Elefant hier gut ist. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn man hier zu schnell ist. Die seltsamen Blumen bewirken auch mal einen leichten Wundereffekt. Oh nein. Ich habe gerade schlechte Mario Lost Levels Flashbacks. Da gab es so viele von diesen Stellen. Nicht witzig. Nicht witzig. Mario Lost Levels. Ich empfehle es nicht. Och Mann, Tod, du bist so fett. Wie er aussieht, ey. Als Elefant. Zu gut. Zu gut. Heißt auch nichts. Wait a moment. Kann ich keinen Walljump machen? Stirb! Das sind auch witzige Blöcke, ne? Sind die neu? Nee, ich glaube, die gab es seit Mario World. Kann mich nicht alles täuscht. Ja, und wie kommen wir da jetzt hin?
don't know, Leute. Oh, meine Elefanten sterben hier sofort. Ich habe nicht eine Coin. Na, ob das ein gutes Zeichen ist? Ich denke nicht. Was soll ich jetzt tun? Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Können schon, aber... Das ist aber tatsächlich die erste. Und der Elefant ist so overpowered, dass er die zerstört. Die Knochen trocken. Die kann man ja nicht besiegen, nicht mal mit Feuerblume. Aber der Elefant, der ist halt so mächtig, dass die Knochen brechen. Gott, die Mucke. Alles bricht zusammen. Oh mein Gott. Oh, Queen of Time. Das Schloss bricht auseinander. Okay. Ich bin Nick. Aus dem Weg. Oh, Knochen brechen. Ich glaube, nur der Rüssel kann hier was zerstören. Was passiert, wenn ich jetzt hier zurückgehe? Ich hoffe, alles bricht nicht zusammen. Weil hier könnte nämlich noch was sein. Es ist so asozial. Wie die einen nach oben da lotsen und hier ist was. Naja. Die EntwicklerInnen können mich nicht verarschen. Sorry. Oh Gott, die Mucke. Komplett auf Speed, die Musik. Okay, die Coins No Front waren hier ein bisschen geschenkt. Findet ihr nicht auch? Außer die. Die waren ein bisschen fies. Aber ich habe schnell geschaltet, zum Glück. Zerquetscht! Willst du lieber von Röhre zerquetschen oder von Elefanten? Ich glaube, die Röhre ist noch schlimmer. Don't know. Boah, was ist das für ein Aufweg hier? Mario 64, die 1000 Treppenstufen. Elefant gegen Bowser Jr. Toll. Natürlich kriege ich das Schlechte. Ist ja egal, sind ja gut ausgerüstet. Okay. Was glaubst du etwa? Du kannst mich aufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen. Ja, träum weiter. Als ob ich gegen dich verliere. Was ist das denn? Slow-Motion-Bewegung. Wow. Wow, Bowser Jr. Wow. Wow, du bist ja so krass. Und jetzt denkt er sich, ich gehe jetzt auch mal auf einen Drogentrip mit 8 Jahren schon Drogen. Ja, und jetzt bin ich riesig und du bist ein kleines Stück etwas. Was mich aber, glaube ich, trotzdem verletzen kann. Also aufpassen. Nein, wie konnte ich nur verlieren gegen diesen Idioten? Naja. Shit happens. Ich habe ja noch ein Power-Up gesaved. Und jetzt... Wechsel, jetzt ist er riesig. Ich finde die Bosskämpfe in dem Spiel so kacke. Es ist immer Bowser Jr. und es ist immer nur so ein kleines Gimmick. That's it. Weil mehr kann der nicht. Na gut, jetzt komme ich natürlich nicht auf ihn drauf. Brauche ich halt die Wall. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Trau dich. Hä, das reicht nicht. Oh, er ist böse. Stampfattacke muss es sein. Und das war der Bosskampf. Und alle Bosskämpfe sind gegen Bowser Jr. in dem Spiel. Das Spiel ist so ein geiles Mario-Spiel, was keine Fehler macht. Aber dann kommen solche Bosse. Und ich kann euch sagen, manche Welten haben nicht mal einen Bosskampf. Da hat man so viel Potenzial verschenkt. Und das ist er. Der Samen. Der Königssamen. Tod. Du hast die Ehre. Der Golden Tod. Okay. Wow, was ist das denn für ein Screenshot? Man erkennt gefühlt gar nichts. Hauptsache die Plauderblume war da schon wieder. Hat wieder einen coolen Spruch auf Lager. Sachen gibt's. Okay, wir freuen uns alle. Kein Dialog, nichts. Und so gelang es, dass Tod... Und den Prinzen den Palast zurückzuerobern. Okay. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Schloss Bowser zu. Der mit dem Schloss verschmolzen ist. Ja.
können Sie Schloss Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? I don't know. Bis später. Wenn die reden immer so. Ich feiere die so sehr. Mann, das Blöde ist, ich höre die Plauderblumen nie wieder sehen, außer es gibt Mario Wonder 2. Weil ich denke nicht, dass man nochmal in das Blumenkönigreich zurückkehrt. Nur da sind die ja. So als Easter Egg auf eine Smash Brothers Stage oder so werden die so toll. Naja, ich habe meine Traumvorstellung. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Wundersamen auf der Röhrenfelsenwiese gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. I'm rich. Die Blüteninseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Schlossbowser. Ich nenne ihn jetzt mal extra so. Weil er so plakativ dasteht. Ja, und das war die Overworld. Die Welt, die alle Welten miteinander verbindet. Zählt tatsächlich als eigene Welt. Dieser Schlossbowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist das etwa... Ja, ich glaube, Schlossbowser. Boah, der ist aber echt voll gekokst. Meine Shisha-Party hat gerade erst begonnen. Meine Piranha-Wolken werden alle störend Friede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln und noch higher zu werden. Wow, wow, I'm way too high. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Ja, es ist ja furchtbar. Können wir gar nichts tun, um seinen Drogenrausch zu beenden? Denn keine macht den Drogen. Ja, wie wäre es mit Therapie und so? Drogen, Anti-Drogentherapie und so? Naja. Oh, was passiert denn jetzt? Der Samen reagiert. Und kämpft gegen Schloss Bowser. Seine Energie ist nicht stark genug. Aber immerhin. Eine Piranha-Pflanzenwolke verschwindet. Wie? Ey, ihr stört meine Shisha-Party. Aber das war doch die Erdbeersorte. Nee, die Erdbeersorte habe ich noch. Die Himbeersorte. Wo ist die Wolke hin? Was habt ihr getan? Tut mir leid. Zu viele Geschmäcker sind ungesund. Bowser ist wahrscheinlich so einer, geht nach KFC oder Burger King und... holt sich ein Getränk und macht dann Wasser rein, Cola rein, Sprite rein, alles rein. Er mischt alles. So einer ist das. Was ein Ekelpaket. Solche Macht nur durch einen einzelnen Königssamen. Ja, voll mächtig und so. Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz. Und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Schlossbowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Schlossbowser erreichen. Ich freue mich also. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir sogleich zum Wölkchengebirge nördlich von hier aufbrechen. Du, Bauer, und ich natürlich mit meinem Prinzenhintern. Also... es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Hängt welche Posen an. Nicht so cool wie Crash Bandicoot, though. Der hat die coolsten Posen. Cool, das war Welt 1. Kurzer Check. Level. Danke. Wenn das so ein Haken ist, Blume mit einem Haken, hat man alles geschafft. Mach ich nach jeder Welt, tut mir leid. Mach ich bei Banjo-Kazooie auch immer. Aber, ihr Lieben, das sieht gut aus. Ja, das sind die 100%. Und, ja, haben wir noch Zeit? Ein Level schaffen wir noch. Die Blüteninseln liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sie auf allen Seiten. Geh nach Norden, um zum Wölkchengebirge zu gelangen. Auf der gesamten Karte siehst du, wie Blüteninseln mit anderen Bienen verbunden sind. Genau. Diese Blüteninsel verbinden alle Gebiete des Spiels.
Und die erste Welt, das Tutorial-Gebiet, aus der kam man, aber im Grunde genommen geht man immer wieder zurück zum Blüteninsel und dann wieder ein Gebiet. Blüteninsel, wieder ein Gebiet. Und so weiter und so fort. Ja. Cool. Schön, schön. Yay, ja, tot. Als ob hier nichts ist. Cool, wie beruhigend und schön und peaceful diese Musik ist. Während Bowser da sich alle Drogen auf diesen Planeten reinpfeift. Haus des fleißigen Fischers. Fischers Fritz? Warum hat eigentlich jeder so eine Plauderblume? Na gut, sag gerade ich, ne? Ach, seit dieser gemeine Kerl hier ist, bei ihm sind die Fische ja gar nicht mehr. Was soll ich denn jetzt so angeln? Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Mein Volk ist in Gefahr. Das Volk ist das Fundament des Landes. Und ich muss sie schützen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Schloss Bowser aufzuhalten. Bis sofort kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr Dank hat geklappt? Was wäre famos? Oh ja, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon voll in Blüte. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen. Den habe ich vor langer Zeit ans Land gezogen. Keine Ahnung, was der im Wasser macht, aber sei es drum. Ist doch nicht einfach hübsch. Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Regenbogen. Cup of Pride. Greift zu! Ich glaube, es geht alles so automatisch. Liebe Plauderblume. Ja. Ging leider automatisch, oder? Ja. Von wegen greift zu. Ging leider automatisch. Seht ihr mal, ist das Delfinabzeichen. Das wird wichtig für die kommenden Level. Es gibt keine richtige Wasserwelt in dem Spiel. Aber wie ihr sehen könnt, sind die Blüteninseln mit sehr vielen Wasserleveln gesegnet. Ich sag hier extra gesegnet, weil die Wasserlevel in dem Spiel cool sind. Abzeichentest. Delfin Kick. Gib mir den Kick. Schwierigkeitsgrad 1. Perfekt für mich. Drücke unter Wasser R oder schüttle den Controller. Bewegungssteuerung. Um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Ja, ne? Du kannst es! Oh, ne Scheiße, ich liebe die. Oh ne, es war schwer. Man muss nämlich ein Wettrennen mit denen machen. Ihr seht, die Plauderblumen sind hier ein bisschen assi. Die sind nämlich ultra schnell. Und uns 5 Schritte voraus. Und die haben alle so eine 10er-Münze. Was? Du hast mir meine Münze geklaut. Wie kannst du nur? Ja, und jetzt hört er schon den Gamecube-Controller. Ich halte es extra ans Mikro. Ich liebe den Gamecube-Controller. Kann mir keiner nehmen. Ich liebe ihn. Pro-Controller ist Müll. Ja, das Problem ist, es gibt immer 3 Münzen und das letzte und die war leider zu gut. Plauderblume, du bist zu gut. Oh! Ah! Ah! PogChamp! Boah, ihr seid aber keine Sportskanonen. Voll die Raucherlungen und jetzt kommt die noch. Ha, 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 ha. Schnell weg hier. Ah, es ist episch. Wenn man nicht schnell genug ist. Cool, dass ich es im Fast 2 geschafft habe, aber manchmal kann ich dann doch skillen. Wenn man nicht schnell genug ist, verschwinden die halt hinter den Gitter mit der Münze. Danke. Ihr wart auch nicht schlecht. Ihr wart wirklich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich habe intelligenter die Wege abgekürzt. Weil ich glaube, die schnellste Plauderblume, wenn die nicht so zickzack schwimmen würde, wäre einfach unaufhaltbar. Don't know. Ich will auch so eine rote Plauderblume noch haben. Gibt halt nur die gelbe als Figur. Okidok. Toll gemacht. Und wir haben so das Abzeichen wieder mal geschenkt bekommen. Von der netten Plauderblume. Ja, bitte anlegen. Brauchen wir hier nämlich. Naja, brauchen. Aber es hilft schon. Ui, ach, da kommen wir noch gar nicht hin zum Shop. Kacki. Na gut. Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal jetzt das Territorium der Sandhechte. Und jetzt sagt dann der blaue Tod, blau für Wasser.
Passt perfekt, ne? Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne pausieren. Ansonsten bleibt nur eins zu sagen. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!